Zeit. Als Projektleiter des Transformationsprojektes möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem allerersten Webcast als Clepios, als Digitalisierungsvorreiter im Gesundheitswesen begrüßen. Die Transformation auf das S/4HANA-System im September 2020 gilt als läuft vom Projekt für uns also als Clepios und als Dienstleister im Gesundheitswesen. Als Clepios hat es geschafft, als erstes Unternehmen im Gesundheitswesen im Endeffekt auf das S/4HANA-System zu wechseln. Und wir sind darüber besonders stolz. Und zeitgleich haben wir im Endeffekt auch das Fundament für weitere Digitalisierungsprojekte im Konzern geschaffen. Ein Garant für eine solche erfolgreiche Zusammenarbeit bedingt immer starke Partner. Beispielsweise haben wir dies mit der SAP oder auch mit der EY geschafft. Doch jetzt wollen wir uns auch die Frage stellen, wohin entwickelt sich die SAP einerseits? Wie können wir neue Features wie Fioris einsetzen oder wie sehen auch neue Features konkret aus? Und was sind eigentlich konkret aktuelle Trends im Gesundheitswesen? All diese Fragen wollen wir heute in diesem Podcast beantworten. Dazu würde ich gerne zu Beginn unsere heutigen Speaker einmal kurz vorstellen. Beginnen tun wir mit Herrn Hafid Rifi als Clepios Vorstand in der Funktion als Chief Financial Officer. Dann Herrn Stefan Bialas, Partner mit Focus Mühlstand bei EY und nimmt auch die Rolle der Service Quality im Transformationsprojekt ein. Auf SAP-Seiten vertritt Herr Dr. Eberhardt in der Funktion Global Head of SAP Health Products die SAP und hat zwei weitere Kolleginnen mit an Bord. Einerseits die Frau Daniela Sellmann, Head of Customer Advisory Public, Healthcare and Energy bei der SAP. Und die Frau Christina Noé, Senior Pre-Sales Spezialist bei der SAP. Moderiert wird im Endeffekt die Veranstaltung heute von Herrn Thomas Koschmider, Bereichsleiter bei den administrativen Prozessen bei der ERP-Architektur bei Asklepios. Und an ihn würde ich jetzt auch das Wort übergeben. Okay, vielen Dank, Maximilian. Sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal in die Runde, allen, die heute hier sich die Zeit genommen haben, uns zu folgen. Vielen Dank auch an die Speaker, die uns heute mit ein paar Impulsen und auf der Basis dann auch im gemeinsamen Austausch hier begleiten werden. Darüber freue ich mich sehr, dass wir das ermöglichen konnten und hier so ein hochkarätiges Setting erstellen konnten. Ich hoffe, dass es für Sie spannend wird und wir hier gemeinsam uns mal dem Thema nähern können, wie Digitalisierung im Konzern, im Asklepios-Konzern aktuell schon bewegt wird und weiter bewegt werden kann. Und das im Kontext, wie Maximilian Schneider gerade sagte, starker Partner, das heißt zum einen mit der SAP als auch der EY. Als erstes freue ich mich ganz herzlich, dass Frau Sellmann uns einmal einen Ausblick geben wird, wo steht eigentlich die SAP, was ist die Big Picture der SAP in der aktuellen Zeit, wie verändert im Endeffekt die SAP administrative Prozesse oder überhaupt, wie verändert eigentlich die SAP durch Technologie den Markt. Ich freue mich sehr darüber und würde Sie bitten, einmal uns ein erstes Blitzlicht zu geben, wohin es seitens der SAP geht. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kirschmieder, für die Anmoderation. Ich hoffe, Sie können meine Slides auch draußen an den Rundfunkgeräten sehen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Vorab, bevor wir auf die Strategie im Detail eingehen, würde ich Ihnen ganz kurz mitgeben, was sehen wir eigentlich derzeit als Branchentrends und wo sehen wir auch die Vision für 2030? Wir haben natürlich das intelligente Krankenhaus als einen der Top-Trends identifiziert, genauso wie der Patient im Mittelpunkt. Hier geht es wirklich darum, dass die Digitalisierung der Krankenhäuser notwendig ist, um eben die vorliegenden Daten über die Patienten nutzbar zu machen und eine vollumfängliche Behandlung zu bewerkstelligen. Auch das Thema gleichbleibende Qualität innerhalb der Gesundheitsbranche und dienstleisterübergreifend ist absolut ein Trend, den wir sehen. Und Mitarbeitererfahrungen, Sie werden das selber gut wissen, durch den demografischen Wandel bedingt natürlich, haben wir das Thema, dass viel Know-how abfließt, wir Fachkräfte, einen Fachkräftemangel haben und neue Fachkräfte in Time ausbilden müssen. Das ist auch einer der Haupttrends, die wir im Moment sehen.
Und als letzten Punkt, die Netzwerke im Gesundheitswesen. Wir sind voll überzeugt davon, dass wenn wir eine gesamtheitliche Behandlung der Patienten anstreben, auch interdisziplinär mit verschiedenen Trägern zusammenarbeiten müssen. Für uns ist wichtig, dass wir dann die Vision 2030 erreichten, eine nutzenorientierte Versorgung zu ermöglichen mit besseren Ergebnissen für den Endpatienten und gleichzeitig bei niedrigeren Kosten. Daraus leiten sich dann auch unsere strategischen Prioritäten ab. Zum einen das Ermöglichen von informationsbasierten Entscheidungen, aber natürlich auch die Patientenzufriedenheit zu steigern und bessere Behandlungsergebnisse erzielen, das Personal zu entlasten, zu entwickeln und anzulernen und gleichzeitig den Gesamtbetrieb intelligenter und effizienter gestalten. Sie haben natürlich schon einen tollen Schritt in die Richtung gemacht mit der Transformation Richtung S/4HANA. Und ich würde Ihnen jetzt auch im Weiteren einmal unsere Strategie aufzeigen. Sie sehen hier in unserem intelligenten Enterprise oder unser Intelligent Enterprise Framework. Wir nennen es liebevoll bei der SAP auch unsere Burger-Strategie. Warum? Weil es sehr vergleichbar ist mit einem Burger mit vielen verschiedenen Schichten. Wir haben, und das ist ganz wichtig, einmal vorab eine große Änderung zu unserem ehemaligen R3. Wir sind nicht mehr modular orientiert, sondern orientieren uns hier an den End-to-End-Prozessen. Für uns maßgeblich und wichtig. Sie sehen dann die intelligente Suite. Hier ist es wirklich so, dass wir die verschiedenen Anwendungen, die Sie nutzen, integriert haben und die Geschäftsprozesse, die Sie haben, durchgängig unterstützen. Ein tolles Beispiel dafür, auch aus der Gesundheitsbranche, ist das ganze Thema Sub-Vaccine Collaboration Hub. Das ist quasi der End-zu-Ende-Prozess für das Impfstoffmanagement und geht wirklich von der Bedarfsplanung, also wie viele Impfungen brauchen wir, zu welchem Zeitpunkt bis zur Durchführung der zweiten Impfung. Spannendes und vor allem relevantes Thema für jeden von uns gerade, etwas, das wir in Sachsen realisiert haben. Die Industrie Cloud daneben, sehen Sie die eingezeichnet, bietet natürlich dazu als Ergänzung branchenspezifischen Cloud-Content. Ganz wichtig dabei, der kommt nicht nur von uns, sondern auch von unseren Partnern und darauf gehe ich danach nochmal im Detail ein. Oben drüber sehen Sie das Experience Management, für uns sehr prominent, weil wir daran glauben, dass es essentiell ist zu verstehen, welche Bedürfnisse haben unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Partner. Wenn Sie sich jetzt vorstellen könnten, Sie verstehen zukünftig den Patienten zu jedem Zeitpunkt, dass Sie in dem Sie einen Touchpoint mit ihm haben und das in Echtzeit, dann können Sie eigentlich das gesamte Patientenerlebnis transparent machen und maßgeblich beeinflussen. Genau das versuchen wir zu ermöglichen mit dem Experience Management bei uns. Darunter sehen Sie das Thema Nachhaltigkeit. Auch das ist für uns ein Herzensthema. Wichtig ist, was für Auswirkungen haben wir als Unternehmen auf die Umwelt und auf die Menschen und wie kann das kalkuliert und berechnet werden? Dafür legen wir einen Grundstein und geben wir Ihnen Tools an die Hand, um das zu realisieren. Als Basis von unserem Burger haben wir die Business Technology Plattform und die ermöglicht natürlich neben der Datenverwaltung, Analyse, der Anwendungsentwicklung und auch Integration die Nutzung von intelligenten Technologien, wie beispielsweise Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Und ganz oben der Deckel unseres Burgers, das ist unser Business-Netzwerk. Es dient dazu, unsere Lieferanten mit unseren Kunden zu verknüpfen. Sie kennen das beispielsweise von eBay oder Amazon und Ressourcen aktiv anzufragen, aber auch Supply Chain Engpässe abzufangen. Gut, ich würde einmal noch weiterspringen und mich dem Thema Industrie Cloud widmen, weil das gerade für den Healthcare-Bereich, also den Gesundheitssektor, ein essentielles Thema ist, möchte ich nicht vorenthalten. Sie sehen hier auch schon unter Partnerlösungen große Partner, mit denen wir arbeiten, aber die auch sie im Einsatz haben, beziehungsweise wo sie auch Entwicklungspartner sind, hier Meyerhofer. Zusätzlich sehen Sie, dass wir Eigenentwicklungen haben,
beispielsweise Subpatient Accounting. Darauf wird mein Kollege gleich nochmal im Detail eingehen, der Werner Eberhardt, und das vorstellen. Aber neben den SAP-Produkten und den Partnerlösungen, die wir jetzt schon sehen und die auch voll integriert sind, nutzen wir natürlich die Business Technology Plattform, um neue Anwendungen voll integriert zu bauen mit unseren Partnern gemeinsam oder auch Partner untereinander und diese dann über den SAP App Store zur Verfügung zu stellen. Das blende ich gerade auch nochmal ein. Also ganz wichtig, wir haben gerade eine Initiative gestartet mit unseren Partnern auch, wo wir die Partner an die Hand nehmen, mit ihnen gemeinsam Projekte realisieren auf der Business Technology Plattform, um ihnen eben die End-to-End-Prozesse zur Verfügung zu stellen. Sie sehen, die habe ich hier auch kurz oben eingeblendet, die einzelnen Prozesse für die Gesundheitsdienstleister durch die Integration von der intelligenten Suite und unserer Industrie Cloud haben wir eine Abdeckung, die dann wirklich in die Breite getragen werden kann bei Ihnen. So viel zu unserer SAP-Strategie. Herr Großschmieder, jetzt zurück an Sie. Vielen Dank dafür, für diese Vorstellung. Frau Sellmann, da habe ich direkt mal die erste Frage. Was ist denn für Sie jetzt ein intelligentes Unternehmen? Was macht ein intelligentes Unternehmen aus? Was sind die Fokuspunkte? Ja, für uns sind das natürlich vor allem die agilen und integrierten Prozesse, die ich gerade versucht habe, einmal zu visualisieren, mit denen man einfach das beste Verständnis für die Organisation erhält und auch befähigt wird, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, weil das ist wirklich relevant. Man rückt dadurch natürlich auch den Menschen, sei es Mitarbeiter, Patient oder Angehörige, auch in die Mitte und erhöht einfach die Reaktionsfähigkeit als Dienstleister. Und dafür bieten Sie ein Portfolio an, was eine Verknüpfung von Services, die in einem Unternehmen wie Asklepios im Endeffekt genutzt werden, plus diese Industry Cloud, die das kombiniert mit Technologie und Content, den Partner erbringen. Habe ich das richtig verstanden? Haben Sie richtig verstanden, genau. Wir decken damit wirklich die organisatorischen Kernprozesse ab, erweitern die mit unserem Enterprise Framework, voll integriert natürlich. Genau, und stellen Ihnen eigentlich eine bedarfsgerechte Plattform zur Verfügung im Baukastenprinzip. Vielen Dank. Herr Bialas, eine Frage an Sie als Dienstleister. Wie nehmen Sie das im Markt wahr, diese Entwicklung der SAP? Und wie glauben Sie, dass genau solche Lösungen auch im Krankenhaus Betreiber, einem Dienstleister, Gesundheitsdienstleister wie der Asklepios helfen können? Ja, also. Ja, Herr Großschmieder, wir sehen das eigentlich sehr positiv und wir sehen es auch so, dass es nicht nur dem Gesundheitsmarkt helfen kann, sondern auch anderen Marktsegmenten, weil die Trends, die Frau Sellmann angeführt hat, sind eigentlich überall dieselben. Das heißt, wir haben die ganze Thematik des Kostendrucks, wir haben die Thematik des Fachkräftemangels und wir sehen, und das wissen wir, glaube ich, alle, jetzt noch eine Beschleunigung der ganzen Thematik Digitalisierung durch Covid-19. Und gerade was Harmonisierung von Prozessen angehen kann, um dort Effizienz zu gewinnen, da ist natürlich SAP einer der Vorreiter, wenn sie dann wirklich ihre Prozesse oder bereit sind als Unternehmen, als Krankenhausdienstleister, ihre Prozesse ein Stück weit in Richtung der Best Practices von SAP auch voranzutreiben. Und das ist bei den meisten Unternehmen eben halt immer dort der Fall, wo es sich jetzt nicht unbedingt um wettbewerblich differenzierende Prozesse handelt. Also da macht es natürlich Sinn, da können wir dann wirklich deutliche Kosteneffizienzen auch heben. Und die Frau Sellmann sagt ja auch schon in dem Big Mac oder Doppelwhopper, ich weiß nicht, ob Sie da eher Burger, der McDonald's oder Burger King Fan sind, Frau Sellmann, aber da kann man ja auch noch was sagen daraus, dass der Kunde, der Konsument, der Patient in Ihrem Fall ganz klar im Mittelpunkt steht, dass man versucht, auch hier alles auf den Kunden auszurichten, die Kundenprozesse zu optimieren, den Kunden besser zu verstehen mit einer Analytik, die natürlich dann auf sehr detaillierten, auch sehr feingranularen Daten basiert. Und auch da ist gerade jetzt mit der HANA-Technologie natürlich nochmal ein Quantensprung gelungen, wo wir wirklich in Realtime extrem große Datenmengen auswerten können und die dann überhaupt erstmal das ganze Thema KI oder künstliche Intelligenz ermöglichen. Mhm. Dann diese Technologietrends, die Sie gerade genannt haben, auch inwieweit glauben Sie, dass die im Gesundheitsmarkt angewendet werden können und wo sehen Sie da die größten Potenziale?
Ich glaube, auch da unterscheidet sich der Gesundheitsmarkt in den grundlegenden Trends nicht großartig von anderen Märkten. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, weil wir sehen eigentlich im Augenblick sehr stark so eine gewisse Konvergenz der Industrien, nennen wir das immer. Das heißt, wenn Sie mal so auf das ganze Thema Gesundheit schauen, was ja mittlerweile sehr stark verknüpft wird mit dem Schlagwort Wellbeing oder Wellness, ja, wo Sie sagen, wie halte ich mich eigentlich gesund? Da sehen Sie, dass eben halt Sportartikelhersteller wie Adidas mit Technologieanbietern wie Runtastic verschmelzen. Dazu kommen dann noch die Wearables von Fitbit oder meinetwegen auch von Apple, die Apple Watch, oder Sie haben Polar Herzfrequenzsensoren. Auf der anderen Seite kommen dann Pharmaunternehmen oder aber auch Medizintechnikanbieter wie eine Abbott, wenn Sie an die Diabeteslösung dort denken, die eben einfach helfen, appgesteuert, basierend auf den Messwerten, tatsächlich die optimalen Blutzuckerwerte einzustellen. Gleichzeitig kriegen Sie wieder einen Impuls, wenn Sie sich nicht genügend bewegt haben. Das heißt, Sie sehen also, es kommt immer mehr zu so einem Ökosystem, was sich dann um den Konsumenten, um den Patienten herum aufbaut. Auch da verschwimmen auch zum Beispiel, wenn Sie jetzt an Nestlé denken, die unglaubliche Summen zurzeit investieren in den ganzen Bereich Functional Food oder personalisierte Nahrung auch. Sie sehen auch, da verschwimmen die Grenzen zwischen Nahrungsmittelhersteller und Pharmaunternehmen auch. Also das heißt, es wird sich alles so sehr um den Konsumenten, um den Patienten herum entwickeln. Und insofern glaube ich, da spielt das ganze Thema digitale Medien eine unglaublich große Rolle. Und ich glaube, da werden wir vielleicht nachher auch nochmal auf das Thema Plattform, was ja auch Asklepios sich auf die strategische Fahne geschrieben hat, vielleicht auch nochmal drauf eingehen können. Ja, vielen Dank. Herr Riefi, jetzt ist dass diese Digitalstrategie der SAP, ich glaube, wir können ganz klar sagen, wir folgen dem ein Stück weit und wir haben es mit unserem konkreten S/4HANA-Projekt auch getan. Welche Herausforderungen nehmen Sie denn im Markt wahr, von der Sie glauben, dass sie durch SAP-Technologie gelöst werden müsste? Gut, das ist natürlich ein weites Feld an Fragestellungen jetzt tatsächlich. Und guten Abend an die Endgeräte, fand ich gut, und schönen Abend in bester Sportschau-Manier auch von mir. Also heute aus Falkenstein darf ich Sie alle begrüßen. Und ja, vielen Dank für die Vorrede, die es mir natürlich einfach macht, da schön einzusteigen. Also die Herausforderungen sind natürlich mannigfaltig. Wir haben auch schon jetzt einiges gehört, sowohl von Frau Sellmann, auch von Herrn Bialas. Wir sehen auf der einen Seite natürlich einen starken Kostendruck, den es in einem regulierten Markt halt einfach gibt und dem auch wir natürlich nicht uns entziehen können. Nicht auf der anderen Seite sehen wir auch und glauben wir ganz fest daran, das ist unsere Strategie, die wir uns vor ein paar Jahren als Vorstand zusammen gegeben haben und das, die wir jetzt auch sehr nachhaltig angehen und umsetzen, dass wir auf ein starkes Wachstum natürlich auch setzen wollen. Letztes Jahr, erinnere ich gerne nochmal dran, mit der Röntlinikum AG einen großen weiteren Konzern in die Gruppe mit aufnehmen dürfen. Und das braucht alles Strukturen, die wir über den Konzern auch unter eben diesen Aspekt des Kostendrucks, den es da schlussendlich für uns alle zu beachten gilt, effizienter und am Ende auch arbeiten können. Und da hilft sowas wie eine Digitalisierung und da hilft auch sowas Banales wie wir es jetzt eben ein paar Mal auch schon diskutiert haben, End-to-End-Prozesse. Das ist ein Thema, wo wir vor vielen Jahren noch gar nicht richtig drüber nachgedacht haben. Und da war, und das verzeihen Sie mir bitte, Herr Dr. Eberhardt, Frau Sellmann und Frau Nöhl, da war die SAP ein klassisches Buchhaltungssystem für uns und das R3. Und ich habe sogar mal auf R2 gelernt. Das ist jetzt eine ganz andere Welt, auf die wir jetzt stoßen und die viel mehr, und das ist etwas, das hat uns sehr überzeugt, viel mehr tatsächlich auch in unseren Prozessen denken kann. Und wenn ich sage End-to-End, dann ist das erstmal ein Anglizismus, den man vielleicht, und das möchte ich gerne machen, einmal übersetzen möchte und aber noch mit einem weiteren Anglizismus, ehrlicherweise, wie Purchase to Pay oder Order to Cash und Record to Report. Aber ich weiß, dass da draußen mittlerweile, und das hat uns doch sehr verändert, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile mit diesen Begrifflichkeiten auch was anfangen können. Nämlich, wie kommt eigentlich der
der Beleg, der Einkauf, den ich getätigt habe, wie schafft der es dann auch am Ende bezahlt zu werden durch einen strukturierten Prozess hindurch? Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir standen, dass wir hier über diesen mittlerweile doch sehr großen Konzern, am Ende werden wir, wenn Covid mal vorbei ist und wir normales Geschäft machen dürfen, ein 5-Milliarden-Konzern sein. Und da gehört es sich, dass da Strukturen auch effizient sowieso und aber auch standardisiert sind. Und da hilft uns das, was wir jetzt auf den Weg gemacht haben, hilft uns da sehr. Ja, vielen Dank auch für diese klaren Worte. Das ist sicherlich auch für die Partner als auch im Endeffekt für unsere Kollegen einfach gutes Licht zu beobachten, dass wir hier wirklich etwas gemeinsam bewegt haben und auch etwas gelernt haben. Und ich glaube, diese Grundorientierung, sich hier auch als Unternehmen aufzustellen, was End-to-End-Prozesse ernst nimmt und was auch dann die Effekte an der Stelle auch erntet, dass man aus einem guten ERP-System mit guten Daten auch wiederum auch ein gutes analytisches Setup erstellen kann. Ich glaube, das sind auch die Ergebnisse, die auch wirklich gesehen werden. Und da hat es mich heute auch über den Tag gefreut, im Barcamp selber auch genau das wahrzunehmen, dass auch die Kollegen, die sich mit dem Projekt beschäftigen, auch genau diese Effekte wahrnehmen und wir also als Organisation auch an der Stelle deutlich zusammenwachsen. Gemeinsam haben wir das ja schon ein bisschen länger getan und deswegen freue ich mich auch, dass Dr. Eberhardt im Endeffekt dabei ist, um auch hier mal einen zweiten Impuls mal darzustellen, wie eigentlich wir ja bereits seit mehreren Jahren in einer Partnerschaft zusammenarbeiten und vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, wie im Endeffekt auch hier die SAP sich verändert und auch welches Vorgehen sich jetzt konkret in dieser Technologie-Strategie auch für die eher am Patienten orientierten Prozesse widerspiegelt. Und da freue ich mich und würde auch Sie mal bitten, Ihren Impuls hier darzustellen. Ja, vielen Dank, Herr Kurschmieder. Will den Ball gerne aufnehmen, auch von Ihnen, Herr Riefi. Letztlich, wir haben uns hier sehr auch ganz strategisch weiterentwickelt von R2, wie Sie es beschrieben haben, bis heute. Für uns steht die Denke Ende zu Ende ganz im Vordergrund. Das heißt, ich werde gleich nachher darauf eingehen, wie wir den Prozess von der Patientenaufnahme bis hin zu entsprechend dem Zahlungseingang auf dem Konto bei der Asklepios, wie wir das entsprechend dann auch bewerkstelligen, bis hin dann zur Analyse und die entsprechenden Cockpits. Das ist für uns das, wie wir entsprechend an die Prozesse rangehen können. Da ist auch die Kerninnovation, Sie hatten auch die Frage schon gestellt zu den intelligenten Prozessen. Wir haben es gerade auch von meinem Biales gehört, wie wichtig sind die Betrachtung der Kosten, was passiert mit den Fachkräften, was bedeutet eine Beschleunigung tatsächlich dann auch im Krankenhausumfeld. Wir sind wirklich glücklich, dass wir mit Asklepios hier auch einen Partner haben und auch mit Ernst & Young und auch mit den anderen Partnern, die ich auch gleich auflisten werde, die das ähnlich sehen, die eine echte Chance in der Digitalisierung dieser Transformation sehen, sodass wir hier dann auch entsprechend intelligente Prozesse umsetzen. Also Ziel ist es, dieser Transformation gemeinsam eine ganzheitlich integrierte und plattformübergreifende Prozesse aufzubauen. Und das ist jetzt ein Satz, in dem schon sehr, sehr viel drin steckt. Ich versuche auf die einzelnen Aspekte dann auch im Einzelnen einzugehen. Ich habe hier mal die Säulen gebaut, aufgezeigt, wie wir zusammen hier vorankommen. Die sind sicherlich nicht komplett. Ich möchte auch keinem Partner zu nahe treten, aber sicherlich mit dem, was Asklepios als Vision vorantreibt, auch unsere Aktivitäten gemeinschaftlich priorisiert, wie Ernst & Young dann aus dem, was auch im Umfeld, im Marktumfeld beobachtet wird, dann auch das Zukunftsbild von der Asklepios vorantreibt, bis hin in die konkrete Projektberatung. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Basis, dass wir dort auch an den richtigen Stellen dann gemeinsam vorangehen. Wir sehen unsere Aufgabe in dieser Partnerschaft darin, dass wir für alle Beteiligten eine skalierbare und zukunftssichere Plattform bereitstellen. Und wie der Kurschmieder schon kurz berichtet hat, möchte ich da auch mal ein bisschen auch mit dem folgenden Slide berichten, was da konkret getan wird. Basis letztlich, um dann Prozesse zu automatisieren, was natürlich sehr hilft, eine skalierbare, zukunftssichere Plattform, die automatisiert Prozesse vorantreibt, hilft natürlich gerade auch im Krankenhausumfeld, das als eine kritische Infrastruktur klassifiziert ist. Dem Anspruch wollen wir uns stellen,
auch gemeinsam für die gemeinsamen Projekte. Ganz zentral ist dabei eine Offenheit des Systems. Ich will es auch hier bewusst hervorheben, genauso wie die Erweiterbarkeit, weil das nicht immer der Fall war. Also oft wurden Systeme dann auch als geschlossen wahrgenommen und wir haben hier den FastPath Interoperability Resource Standard schon sehr, sehr früh 2016 strategisch auf diese Methodologie gesetzt, die wir quasi als einen zentralen Baustein in unserer neuen Lösung verankert haben. Und das wiederum bildet eine exzellente Basis, um dann die gemeinsame Vision dann auch voranzutreiben. Ein paar Beispiele sind hier genannt, die Namen sind auch schon gefallen, auch mit Meyerhof, die das klinische System betreiben oder auch mit der Terminvereinbarung, haben wir hier letztlich eine Basis, um dann Daten bereichsübergreifend über den Prozess zu nutzen. Das ist letztlich die Intelligenz, die Daten zu nutzen, dann Entscheidungen entsprechend dann auf Basis dieser Daten zu treffen, im Prozess zu treffen sogar schon und natürlich auch bereit zu haben für eine Analyse nach entsprechendem Abschluss der Prozesse. Da sind wir sehr froh, dass wir da auch eine Plattform bieten können für sehr innovative Partner, sei es jetzt mit Natamedic, die sich dann verstärkt um das Thema Coding kümmern, maschinenlernbasiert, oder auch eine Helix, die dann auch mal anschaut, was können wir Richtung Studien und Therapieverbesserungen tun. Also damit haben wir letztlich eine gemeinsame Daten- und Prozessplattform für die einzelnen Projektpartner, um darauf dann einen Mehrwert für den Patienten schlussendlich dann zu bieten. Ich möchte jetzt ganz kurz mal auf diese Basis, auf diese Prozess- und Datenplattform etwas konkreter eingehen mit dem nächsten Slide. Sieht etwas komplex aus, aber ich starte ganz einfach Stufe für Stufe. Wir beginnen ganz unten mit der Infrastruktur. Hier ist erstmal wichtig, dass wir für die Prozesse eine skalierbare, sichere Infrastruktur bereitstellen. Natürlich unter Einhaltung aller Anforderungen, die wir auf europäischer oder deutscher Ebene an den Datenschutz stellen. Und wir hatten vorhin schon angesprochen, das Entstehen von Netzwerken, die Notwendigkeit der Innovation und wo das Gesundheitswesen da steht. Und nicht zuletzt ist aus dem besonderen Sensitivität der Daten im Gesundheitswesen ist es dem geschuldet, dass wir hier auch noch doppelt sorgfältig vorgehen müssen, um sicherzustellen, dass hier eine Plattform entsteht, die dann auch all diese Ansprüche erfüllt. Und hier haben wir im Prinzip unsere Business-Technologie-Plattform, die SAP-weit eingesetzt wird. Das hat natürlich dann auch Vorteile für das Netzwerk. Wir können dann natürlich sehr viel einfacher letztlich dann auch Unternehmen vernetzen in den Prozessen. Hier nehmen wir die Standardkomponenten, sei es jetzt um Zugriff auf Daten gesichert zu ermöglichen, Analysen zu fahren, dass wir Daten integrieren. Das sind letztlich alles Komponenten, ein bisschen natürlich auch ganz linksstehend hier die HANA Cloud, um dann auch eine performante Plattform zu haben, um dann auch mit den Daten tatsächlich arbeiten zu können. Soweit ist es SAP-Standard, der in verschiedenen Industrien zum Einsatz kommt. Wir haben dann auch ein dediziertes Team bei der SAP, was auch sehr eng an der Stelle auch mit Asklepios zusammenarbeitet und Ernst & Young in den Projekten und auch natürlich auch den Partnern, um sicherzustellen, dass wir dann das bauen, was dann gesundheitsspezifisch ist. Und hier sehen Sie dann zum Beispiel Fire as a Service, der uns dann ermöglicht, die Daten entsprechend aufzunehmen, mit den Partnern auszutauschen, zur Verfügung zu stellen, wenn sie gebraucht werden, Terminologie-Service, APIs zur Verfügung zu stellen. All das wird gebraucht, damit wir hochperformante Daten flexibel dann auch im Gesundheitswesen nutzen können. Wir bauen dann auch Selbstlösungen, das sieht man ganz links, die Abrechnungslösung, die wir für Q1 nächsten Jahres vorgesehen haben. Hier haben wir letztlich dann die Möglichkeit, in dem wichtigen Teilprozess der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Partnern dann auch eine Billing-Plattform dann auch zu bauen mit all den Komponenten und den Prozessschritten, die erforderlich sind. Also ganz konkret arbeiten wir zum Beispiel mit Meyerhofer zusammen, um sicherzustellen, dann dass basierend auf dem FHIR-Standard dann auch Daten tatsächlich durchgängig genutzt werden können. Das ist ein Riesenpotenzial. Wir sehen in sehr vielen Organisationen,
dass Daten in Silos vorhanden sind, aber für den gesamten End-to-End-Prozess nicht einsetzbar sind. Wenn das geschehen ist, können wir schlussendlich dann auch das Ganze an die S4HANA anbinden, an SuccessFactors anbinden, an Qualtrics anbinden, Qualtrics dann auch, um die Patientenerfahrung einzubringen. Und ich habe hier auch mal so ein kleines Icon eingefügt, was dann auch zeigt, wie wir das konkret tun, von der Registrierung bis hin letztlich dann auch zur Rechnung, Rechnungsstellung, wie wir dann letztlich immer wieder die Prozesse sicherstellen, dass die Daten vorverarbeitet werden, seien sie von uns, seien sie von den Partnern, und dann auch in ihrer Plattform, die jetzt gerade auch entsteht, zum vollen Nutzen dann eingesetzt werden können. Der Vorteil besteht dann natürlich darin, dass man dann all die Innovationen, Intelligenz, sei es von Partnern oder sei es auch in den entsprechenden Lösungen, die eingebaut ist, dann vollumfänglich nutzen kann. Das ist so das Zielbild, was ich mal kurz beschreiben wollte. Wir sehen hier, dass wir mit dieser Architektur und mit diesen Lösungen sehr, sehr viel adressieren, was die Effizienz erhöht. Wir sehen immer wieder in unseren Design Thinking Workshops, dass auf Prozessebene dann oft Doppelarbeiten erfolgen, ein Handover passieren muss, was dann fehlerbehaftete Zusatzaufwände letztlich generiert. Und hier denken wir, dass wir einen ganz wesentlichen Wertbeitrag leisten können, bis hin dazu, dass dann auch mit dem CO-Modul in S4 dann schlussendlich dann auch eine Kostenanalyse pro Patient dann auch mal ermöglicht werden wird, wenn letztlich die Behandlung von Aufnahme des Patienten bis zur Entlassung dann schlussendlich in einem solchen System, in einer solchen Billing-Plattform entsprechend abgebildet ist. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz sagen, dass das ist das Zielbild. Wir sehen dann natürlich auch, muss gemeinsam auch ein Weg beschritten werden, um dorthin zu kommen. Da sind wir auch gemeinsam engagiert, alle Partner, die ich vorher genannt hatte, um sicherzustellen, dass wir auch von den bestehenden Systemen, sei es die klinischen Systeme oder das ERP-System, das ISH, also das Patientenmanagement, dann letztlich auch den Weg sinnvoll und effizient Richtung S4HANA finden. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Herr Dr. Ebert, dafür. Das ist ja zunächst mal, habe ich jetzt erstmal wahrgenommen, ist das wirklich eine Verknüpfung von verschiedenen Komponenten zu einem großen Ganzen im Rahmen eines End-to-End-Prozesses? Das ist korrekt. Und wir bauen hier ganz bewusst auch auf dieser Business-Technologie-Plattform auf, weil uns damit die Skalierbarkeit und die Erweiterbarkeit gegeben ist, sodass wir dann diesen integrierten Prozess, sodass der wachsen kann. Also von ersten Teilprozessen, die wir abbilden, hier haben wir die volle Flexibilität, dann Microservice-basierend dann auch, was immer dann entsteht, abzubilden, solange dann die Datenstandards eingehalten wird. Und wie gesagt, der Cloud Connector, die Integration Suite Richtung S4HANA ermöglicht uns dann auch eine Übertragung von Daten und eine Verbindung von Prozessen von links nach rechts. Das ist jetzt zugegebenermaßen etwas viel IT-Sprache, die wir da gerade transportieren. Was ist jetzt so ein konkreter Vorteil, Nutzen für einen Mitarbeiter in einem Krankenhaus, der in der Abrechnung aktiv ist? Ja, vielen Dank. Ich hätte dort auch nicht stoppen sollen. Also nehmen wir es mal ganz konkret. Wir haben einen Patienten, der aufgenommen wird. Mit dem klinischen System werden dann erstmal die einzelnen Prozesse, das, was mit dem Patienten gemacht wird, die Anamnese, alles das fließt in das klinische System ein. Was wir tun möchten, ist, dass sobald diese Daten entsprechend dann auch aufgenommen werden in einer Form, die dann auch die Prozesse, die dann in der weiteren Abfolge erfolgen, sprich die Codierung, die dann schlussendlich erfolgt, sprich dann auch die Erstellung einer Rechnung, die Prüfung einer Rechnung, dass all diese Prozesse versuchen wir ganz konkret mit dem System abzubilden, sodass die weitestgehend automatisiert erfolgen können. Das heißt, konkret für den Mitarbeiter zum Beispiel eine Abrechnung bedeutet das, um mal ein Beispiel zu nennen, dass 80% der Prozesse des Systems automatisch, weitgehend automatisiert durchlaufen, regelbasierend auch durchlaufen, unterstützt durch Maschinenlernprozesse und dann im Endeffekt diese verbleibenden 20% dann analysiert werden können. Und dafür bieten wir dann basierend auf der Nutzerforschung, die wir machen, dann im
In-Prozess-Unterstützung. Das heißt, wir bieten dann entsprechend die Informationen, die Interfaces, die dann gebraucht werden, damit dann der jeweilige Mitarbeiter, Sachbearbeiter dann die Entscheidungen auch kompetent und effizient treffen kann. Mhm. Vielen Dank. Jetzt, Herr Riefi, für uns diese Kollaboration, wir haben gerade gehört, eine ganze Menge Partner an Bord. Wir sprechen hier sowohl mit den Benannten als auch mit weiteren. Wie hat sich unser Strategiebildungsprozess eigentlich dadurch verändert, dass wir hier nicht mehr als das Klebers allein im Endeffekt agieren, sondern halt mit Partnern im Markt? Ja, das ist eine super Frage, die vielleicht auch tatsächlich am besten vielleicht gesellschaftlich auch tatsächlich zu beantworten. Also ich weiß, ich hole immer weit aus, aber der Volkswirt in mir fängt mich auch immer wieder ein. Aber das Thema ist natürlich, dass wir in einer schnelllebigen Welt einfach leben. Das mussten wir für uns auch feststellen. Und es ist natürlich kompliziert, immer für sich selber die Antwort immer neu zu finden und zu erfinden. Und dann hat man sie und dann ist der Tross aber schon weitergeritten. Und da hilft es natürlich, in einer Partnerschaft und dann auch noch mit zwei renommierten, innovativen und auch noch gut passenden Unternehmen und die, wo wir uns auch gegenseitig sehr gut befruchten können, wie mit der SAP und der EY, hier einfach gute Möglichkeiten und gute Lösungen schon vorzudenken und dann also den Markt vor allem auch eben nicht nur zu reagieren auf den Markt, sondern auch tatsächlich zu agieren und hier in der Kooperation mit den Partnern, neue Lösungen zu finden, auf vielleicht auch nur manchmal auch tatsächlich, und das, die Diskussionen, Herr Dr. Ebert, werden es hoffentlich bestätigen, gehen manchmal auch dahin, auf Fragen, Antworten zu finden, die vielleicht noch gar nicht gestellt wurden. Und so verrückt ist ja der Markt gerade, dass es sich eine wahnsinnige Bewegung überall hingibt. Und so hatte ich angefangen, gesellschaftlich. Am Ende geht es immer darum, dass wir Kooperationen und erleben müssen, um in einer Sharing Economy, das ist der Begriff dahinter, auch einfach Ideen tatsächlich miteinander teilen zu können. Und das erleben wir mit der EY, das erleben wir mit der SAP und ich hoffe, Herr Bialas und Herr Dr. Eberhardt können das bestätigen. Ich würde da ganz gerne auch zwei Punkte ergänzen. Also vielen Dank auch immer für den Punkt. Wir tun das auch und wir bauen das auch so, um diese Modularisierung zu ermöglichen, sowohl was unsere Komponenten angeht, als auch was die Partnerkomponenten. Ich kann Ihnen nur recht geben und zum Glück ist das etwas, was wir auch in vielen Industrien bereits praktizieren, dass wir diese Modularisierung einfach brauchen, damit wir besser, schneller uns anpassen können. Das wird sicherlich ein Thema sein, was uns weiterhin beschäftigen wird. Das nächste ist, dass wir letztlich auch in schnellen Iterationen gemeinsam lernen wollen. Also wir wollen auch gemeinsam in der zweiten Jahreshälfte mit einem gemeinsamen Teststellung beginnen, wollen verstehen, wie werden dann auch Anbindung von Partnern, die Prozesse tatsächlich gelebt. Und letztlich ist ein ganz wesentliches Erfolgsrezept, dass man gemeinsam so aufgestellt ist, dass man dann auch das, was man lernt, sehr schnell weiter dann umsetzen kann, abbilden kann und dann zum Beispiel, ich bin fest davon überzeugt, dass aus einer solchen gemeinsamen Bildungsplattform dann auch Innovationspotenzial, Wertschöpfungspotenzial, die sich dann ergeben werden in der Zeit. Und wir haben da einen transparenten Prozess Ihnen gegenüber, wie wir dann kontinuierlich auch diese Innovationen einpflegen werden. Absolut. Da liegt der Schlüssel drin, dass wir und wir nehmen jetzt gerne immer das Billing-Beispiel natürlich raus. Das ist eine essentielle Tatsache für uns, dass wir immer wieder feststellen, dass verschiedene Krankenhausinformationssysteme, darum geht es am Ende des Tages, eben dieses Thema nicht so gut mitbringen, wie wir das vielleicht mal andernorts gesehen haben. Und das ist ein wahnsinniger Schlüssel. Am Ende des Tages auch der Schlüssel, der dazu führt, wovon wir alle leben, nämlich Cash. Und das muss generiert werden. Und da hilft natürlich, da hilft das beste Codieren am Ende nichts. Und das wissen die Kolleginnen und Kollegen und idealerweise auch immer schon von mir. Das hilft das beste Codieren nichts, wenn es am Ende nicht auch tatsächlich auf der Bank landet. Und das ist der Schlüssel am Ende des Tages für alles, was da kommt. Und auch die Investitionsfähigkeit, Punkt, 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 Punkt. Ja. Ja, vielen Dank, das finde ich einen sehr, sehr wesentlichen Anschluss nochmal. Herr Bialas,
der Gesundheitsmarkt ist ja dadurch gekennzeichnet in der Historie, dass es hier zwar sehr, sehr viele Anbieter von Softwarelösungen gibt, aber es auch sehr, sehr viele kleine Anbieter von Softwarelösungen sind. Wie sehen Sie diese Entwicklung im Rahmen eines als Prozessberatung? Wie beurteilen Sie einfach die Wege, hier Dinge zusammenzuführen und enger miteinander zu verknüpfen? Herr Riefe hat es gerade gesagt gehabt, die Potenziale entstehen sicherlich dadurch, dass man Effizienz und Effektivität zusammenbringen kann in einer Welt, in der trotzdem Komplexität herrscht. Wie beurteilen Sie die Situation? Ja, also ich denke, das hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, was der Herr Riefe, aber auch der Dr. Eberhardt gesagt haben. Das Thema ist tatsächlich, wie kann ich Effizienz heben, wie kann ich Prozesse digitalisieren, wie kann ich sie standardisieren, wie kann ich sie harmonisieren, um diese Effizienz tatsächlich zu heben. Auf der anderen Seite aber auch die Flexibilität erhalten, wie Sie auch jetzt gerade noch mal ansprachen mit vielen kleineren Anbietern, dass vielleicht das ein oder andere proprietäre System noch mal anbieten muss oder anbinden muss, vielleicht auch nur erstmal temporär, weil ich zum Beispiel ein neues Klinikum akquiriere als Asklepios-Gruppe und da einfach interimistisch nochmal mit solchen Zwischenlösungen leben muss. Oder aber auch, und das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, ich glaube, es waren Sie, Herr Dr. Eberhardt, wo wir gesagt haben, die technologische Plattform auch so offen zu halten, dass ich eben auch eine Asklepios in einem der großen Player in diesem Ökosystem Gesundheit weiterentwickeln kann. Vielleicht dann zukünftig mit neuen Angeboten, die eben halt über den reinen Klinikbetrieb noch hinausgehen, wo man einfach sagt, so da ergeben sich neue Felder, neue Bedürfnisse auf Seiten der Patienten. Und da brauche ich natürlich auch eine große Flexibilität, um hier auch entsprechend reagieren zu können. Und auch vor allen Dingen schnell reagieren zu können und auch von anderen lernen. Ja, das hatten wir eben gerade gesagt, aber auch eben halt die gemeinsamen Lernprozesse tatsächlich schnell umsetzen zu können. Und ich glaube, das Thema Agilität, Schnelligkeit und Flexibilität wird ein immer wichtigeres in der Zukunft. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt sind ja die End-to-End-Prozesse, über die wir sprachen, sind im Endeffekt das eine, der Nutzen für den Benutzer, das andere. Jetzt würde ich gerne genau auch nochmal zum letzten Impuls kommen, Frau von Panoe, einmal das Thema Fiori einzuordnen. SAP Fiori als zunächst mal Benutzerinterface-Technologie gestartet, verändert sich rasant und bietet wirklich einen sehr, sehr greifbaren Nutzen für Kunden, für Mitarbeiter in Unternehmen. Ich freue mich auf Ihren Impuls. Ja, danke schön. Und Sie haben mir direkt auch einen Impuls gegeben. Wir reden hier tatsächlich nicht vom User Interface mehr, sondern von der User Experience. Also das UX ist tatsächlich, was bei uns komplett im Vordergrund steht. Wir waren ja, ich sag mal, traditionell nicht bekannt als Anbieter der hübschen oder auch einfachen Oberflächen. Da sind wir zu Recht schon von vielen unseren Anwendern auch so ein bisschen abgestraft worden. Die haben nicht so gerne mit SAP gearbeitet, weil es alles so wahnsinnig kompliziert aussah. Da haben wir jetzt eine komplette Neustrategie gehabt, ein komplettes Redesign. Sie haben es bereits erwähnt, es nennt sich Fiori, das italienische Wort für Blumen. Also wir wollen tatsächlich hier hübsch aussehen, aber es geht noch weit darüber hinaus. Wir wollen tatsächlich den Menschen in den Vordergrund stellen und weniger vom Prozess kommen, sondern wirklich sagen, wer bist du eigentlich Anwender und wie kann ich dich unterstützen? Wir arbeiten da ganz viel bei der App-Entwicklung mit Design-Thinking-Techniken und das ist tatsächlich die allererste Frage. Wer wird es denn benutzen und wie kann ich diesen Menschen unterstützen? So, jetzt muss man eins bedenken. Jede Änderung, jede Neuerung, die ich mit SAP S/4HANA bekomme, bekomme ich ausschließlich über Fiori-Unterflächen. Wir hatten ja früher den sogenannten GUI, das Graphical User Interface. Das existiert nach wie vor, nach Bedarf, aber nichts Neues wird darauf programmiert, sondern es läuft alles tatsächlich über native Fiori-Apps. Und die Konzentration liegt darauf, die möglichst einfach zu gestalten, die erweiterungsfähig zu machen. Sie sehen hier das Schlagwort Chatbot. Wir haben kollaborative Systeme, mit denen wir unseren Mitarbeitern ermöglichen, miteinander zu kommunizieren ohne einen Systembruch zu haben. Das heißt, ich muss nicht mit einem Problem über meinen E-Mail-Briefkasten dann wieder an einen anderen Mitarbeiter gehen, sondern ich kann tatsächlich bei mir im System bleiben und ihm alle nötigen Daten, die er braucht, gleich mitgeben.
Also ein ganz großes Thema bei uns ist die Embedded Analytics, diese im System inhärenten Analysen in Echtzeit für den Business User. Also das ersetzt nicht das BI, sondern das gibt tatsächlich dem Anwender die Möglichkeit, einen genaueren Blick in seine Situation zu bekommen. Zusätzlich bietet es ihm aber auch weitere Schritte. Also es ist, als ob das System sagen würde, möchtest du vielleicht als nächstes mit diesem Schritt weitermachen, der bietet sich für dich an und ich habe noch ein paar Ideen, was an dieser Stelle für dich hier wichtig sein könnte. Ein riesen Gamechanger, eine riesen Verbesserung für die Mitarbeiter, die mit SAP arbeiten. Es ist nicht mehr das Gleiche, wie es vorher war. So, dann haben wir natürlich in allen Industrien das Thema neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsprozesse. Wir entwickeln viel, viel auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, aber alles ausschließlich auf Fiori. Das läuft alles über neue und wirklich sehr schöne Oberflächen. Ich habe gleich noch ein kleines Video mitgebracht. Macht keinen Sinn, drüber zu reden, ohne es wenigstens einmal gezeigt zu haben. So, und wenn wir jetzt vom Intelligent Enterprise gesprochen haben, da kommt natürlich viel ins Thema Machine Learning, KI, künstliche Intelligenz, die Unterstützung wiederum für den Mitarbeiter, dieses Thema Insight to Action, jede Menge von Bots, Robotic Process Automation, alle die werden mit Fiori entwickelt und laufen ausschließlich auf Fiori. So, ich gehe gerade mal einen kleinen Schritt weiter. Hier sehen wir den sogenannten Fiori Launchpad. Das ist also quasi der Startpunkt für jeden, der damit arbeitet, ist bestimmten Designprinzipien unterworfen. Das ermöglicht es uns, dass die Oberflächen leicht zugänglich sind. Das heißt, ich als Anwender sehe oft auf den allerersten Blick, in was für eine Art von App ich mich befinde und wo ich bestimmte Informationen finde, sei es den Sicherungsbutton, sei es eine Drilldown-Möglichkeit, sei es eine Veränderung der grafischen Oberfläche, in der mir Zahlen angezeigt werden. Das Ganze wird gesteuert über Rollen. Das heißt, wir haben bestimmte Fioris, die wir für Business-Rollen vorschlagen und empfehlen. Und wir haben zusätzliche Zugriffe, die innerhalb dieser Rollen auch noch vorgeschlagen werden für entweder Detailansichten oder Drilldowns. Und ich kann natürlich einem Anwender auch mehrere Rollen zugestehen, die er für seinen täglichen, für seine tägliche Arbeit braucht. So. Die Idee ist, alles, soweit es irgendwie geht, zu verschlanken. Früher waren die Leute im Prinzip so ein bisschen erschlagen von der Menge an Feldern und Optionen, die wir ihnen gegeben haben. Und viel davon haben wir gemeinerweise auch noch in kleinen Tabs versteckt. Die musste man dann erstmal finden, wenn man überhaupt gewusst hat, dass sie irgendwo zu finden sind. Das haben wir wahnsinnig aufgeräumt. Und wir haben jede Menge Beispiele. Sie können das gerne mal über YouTube-Videos sich anschauen, wo wir verglichen haben, wie der identische Prozess einmal im alten SAP GUI abgelaufen ist und heute auf den Fiori User Experience Feldern. Wie viele Klicks brauche ich dafür? Wie lange brauche ich für diesen ganzen Prozess? Wie viele Felder muss ich dafür aufrufen? Wir haben da wahnsinnige Verbesserungen und Abkürzungen bekommen. So, als nächstes nochmal das Thema Chatbot, nur als ein Beispiel. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, es gibt noch sehr viel mehr, aber Chatbot ist natürlich ein interessantes Gebiet. Chatbots benutzt man sehr, sehr gerne in ganz unterschiedlichen Bereichen. Die können die Anwender unterstützen. Denken Sie mal an HR-Anwendungen. Die kann ich natürlich aber auch im Rahmen zum Beispiel von Apps, die ich an meine externen Kunden gebe, nutzen. Ich kann sie intern für die Unterstützung meiner eigenen IT nutzen. So ein Bot langweilt sich nie. Das heißt, dem können 50 Anwender die gleichen drei Fragen stellen und der wird dabei nicht ungeduldig werden oder gelangweilt oder vielleicht etwas unfreundlicher in der Ansprache, sondern der bleibt absolut immer gleich, geht nicht in Urlaub, wird nicht krank, ist 24 Stunden am Tag verfügbar und ich weiß überhaupt nicht, warum heutzutage mit dieser Impfbestellungen, das nicht auch immer alles so funktioniert. Im Moment in Baden-Württemberg muss ich gerade warten, bis das wieder aufgemacht wird und ich verstehe das nicht, weil ich denke, da müssen Sie doch einen Bot hinsetzen. Also das sind Sachen, die wir unterstützen und die natürlich auch komplett über Fiori laufen und das hat wiederum den Vorteil, dass die Oberflächen eingängig sind und dass ich mich schnell zurechtfinde. So, hier haben wir einen Blick auf Fiori.
aus Sicht eines Vertriebsmitarbeiters. Ich sehe hier auf meinem ersten Launchpad, meinem Homescreen, mal die wichtigsten Kacheln, die mir die Informationen geben, die für mich morgens am dringendsten sind. Sie sehen hier, ich kann es mir farblich anzeigen lassen. Ich habe vereinzelt auch die entsprechenden Zahlen, die für mich von Signifikanz sind, hier drinne. Ich kann über die verschiedenen Bereiche, die mir zugeordnet sind, springen, über die verschiedenen Verantwortlichkeiten. Sie sehen hier, kann darüber dann auch rein verzweigen. Hier habe ich meine eigenen Daten. Ich kann mir also mein eigenes Launchpad, meine eigenen Seiten auch anpassen. Eines der Dinge, die immer mal wieder vorkommen, ist, man bekommt einen Anruf. Ein Lieferant oder ein Kunde hat eine Frage. Man weiß noch gar nicht so genau, worum es geht, aber man fängt mal an zu suchen im System mit den Informationen, die man so im ersten Moment mitbekommt. Und dafür haben wir diese komplette freie Suche. Das heißt, ich kann es entweder mir eingrenzen, schon mal über die verschiedenen Bereiche. Ich kann aber auch über das komplette System nach einem Produkt, in diesem Fall habe ich jetzt teilgenommen, suchen. Und das System gibt mir jetzt erstmal alle Art von Dokumenten oder Stammdaten, die zu dem Thema passen. Jetzt möchte ich mir das Material in diesem Fall ein bisschen genauer angucken. Sie sehen hier, ich sehe auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Ich habe aber auch direkt Absprungmöglichkeiten. Quasi das System sagt zu mir, andere Anwender, die an dieser Stelle waren, wollten als nächstes in diesen Bereich gehen. Vielleicht möchtest du das auch machen. Die Möglichkeit habe ich und diese Liste kann durchaus auch ein bisschen länger werden. Ich kann aber auch direkt in eine sogenannte Objektsicht für dieses Produkt gehen und bekomme tatsächlich über das ganze System die wichtigsten Informationen, die ich an dieser Stelle brauche. Erstmal, in welchen von meinen Werken habe ich eigentlich dieses Produkt, von welchen Lieferanten beziehe ich das denn, bei wem habe ich es zuletzt bestellt, in welchen Sales-Organisationen verkaufe ich das und so weiter. Also alle diese Möglichkeiten gibt mir Fiori auf den ersten Blick und es macht natürlich mein Leben für mich als Mitarbeiter deutlich einfacher. Das ist ja jetzt wirklich wie ich es vorhin sagte, so ein greifbares Endergebnis. Das heißt, wir können hier sagen, okay, das ist erstmal prozessorientiert. Das ist ein neues UI, was für alle auch leichter zu konsumieren ist. Und zu guter Letzt kann ich auch noch neue Möglichkeiten von Suche und Sprache nutzen, die das dem Mitarbeiter auch nochmal deutlich leichter macht, sich dann in diesem Fall beraten zu lassen. Und zuletzt möchte ich nicht vergessen, natürlich als datengetriebener Mensch auch zusätzlich auch noch die Daten, die Analyse, die Embedded Analytics zu nutzen, ja, direkt im Prozess und Entscheidung auf Basis von guten Daten zu treffen. Ja, habe ich das ganz genau. Mhm. Sehr gut. Das stellt natürlich sicherlich ein wesentliches Ergebnis dar. Ist das für alle Lösungen, die wir gerade gesehen haben, also auch für die Lösung um das Thema Patient Management auch genauso vorgesehen? Absolut. Es geht komplett über sämtliche Bereiche. Jede Neuentwicklung wird auf diesen Oberflächen zur Verfügung gestellt. Und jetzt, wenn Sie sich mal rein theoretisch vorstellen, Sie wollen eine App für Ihre Kunden bereitstellen, dann würde die entsprechend diesen Designprinzipien ebenfalls folgen. Sehr schön. Ja, Bialas, was hat denn EY mit Fiori und Kunden für Erfahrung gemacht? Wir gehen an Unternehmen vor, um dieses neue Paradigma auch wirklich zu fördern. Ja, vielleicht, bevor ich das beantworte, möchte ich erstmal sagen, ich bin übrigens froh, dass ich nicht der Einzige bin, der noch das SAP R2 kennt. Offensichtlich Herr Riefi und Dr. Eberhard haben damit auch noch gearbeitet. Also vielleicht für die Generation Y an den Endgeräten, das ist nicht dieser putzige kleine Android aus Star Wars, sondern das war mal ein SAP-System mit einem schwarzen Bildschirm und man kannte noch keine Maus, sondern hat dort Transaktionscodes wie eine FB01 eingetippt. Ich glaube, da haben wir einen riesen Quantensprung gemacht und Frau Neu, Sie sagten es gerade selber auch so ein bisschen selbstkritisch. Ich glaube, da hat die SAP auch sich einen sehr großen und vor allem den Kunden auch einen sehr großen Gefallen getan, Komplexität rauszunehmen aus dem System, aus der Bedienung des Systems, zum ersten Mal wirklich eine User Experience zu schaffen und
Ihre Frage zu beantworten, Herr Buschmitter, also andere Kunden bei uns nehmen es auch sehr, sehr dankbar auf, weil es eben wirklich zum ersten Mal erlaubt, personalisierte Arbeitsplätze zu schaffen, wo man eigentlich gar nicht mehr erlebt oder gar nicht, kann man wahrnehmen, dass man mit einem SAP-System agiert. Wir selber zum Beispiel entwickeln alle unsere neuen Apps, die dann mit SAP zusammenarbeiten, direkt unter dem Fiori-Standard. Also wir haben zum Beispiel Accounting AI, also die künstliche Intelligenz für die Buchhaltung einsetzen, die dann nahtlos mit dem SAP zusammenarbeiten, sodass der Buchhalter, die Buchhalterin wirklich gar nicht mehr wahrnimmt, bin ich eigentlich noch in der EY-App oder bin ich wieder im SAP. Und ich glaube, nur so können wir heute auch den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt IT schmackhaft machen, ja, weil sind einfach durch ganz andere Dinge gewohnt, was den Umgang mit IT-Systemen angeht. Und gerade wie die Frau Neue es auch zeigte, also jetzt übergreifende Suchen ermöglichen, kontextsensitiv die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, das macht absolut Sinn. Und Sie fragten auch, wie andere Kunden da bei uns vorgegangen sind. Und die ersten stellen tatsächlich um. Und ich habe zum Beispiel jetzt, denke an einen unserer sehr internationalen Kunden, der auch gerade sehr stark von der Krise profitiert, weil wir uns doch sehr viel liefern lassen. Und dieser Kunde ist international sehr stark präsent, ist auch gerade an die Börse gegangen, an den DAX gegangen. Und da ist es so, dass zum Beispiel Fiori in asiatischen Ländern deutlich stärker gepusht wird und deutlich breiter auch eingesetzt wird, weil da nochmal eine andere Nähe, eine andere Affinität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu der Art zu arbeiten herrscht. Wir in Deutschland, glaube ich, tun uns manchmal noch ein bisschen schwierig, gerade wenn wir uns da doch schon an die R3-Screens und GUIs gewöhnt haben, da umzuschalten. Aber ich sehe den Trend ganz klar und auch sehr schnell, dass man mehr und mehr in Fiori gehen wird. Und ich glaube auch Asklepios ist hier einer der Vorreiter. Sie haben ja schon eine Handvoll Applikationen und schon unter Fiori eingesetzt und sind da ja auch auf dem Weg, weitere Dinge einzusetzen. Was man in Deutschland natürlich immer noch, letztes Wort dazu, beachten muss, ist, wir müssen solche Dinge natürlich auch immer mit der Arbeitnehmervertretung abstimmen. Auch da gilt es so ein bisschen sensitiv ranzugehen, auch dass man dort die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitnehmervertretung rechtzeitig mit einbindet, abholt, weil es ja doch eine Veränderung des Arbeitsplatzes bedeutet und auch, dass man das nicht ganz vergisst, weil dann ist aus unserer Erfahrung die Einführung deutlich, deutlich einfacher. Vielen Dank, Jalas. Herr Riefi, das heißt, hört sich ja alles nach sehr, sehr vielen Vorteilen an. Wie beurteilen Sie denn das Thema SAP Fiori? Ja, gut, Sie kennen die Antwort natürlich, Herr Koschmider, weil Sie dabei waren, als ich mich quasi verliebt habe. Wir waren zusammen in Waldorf. Die Geschichte geht so, nämlich wir waren zusammen in Waldorf und haben uns das von der SAP zeigen lassen. Und ich war direkt überzeugt davon, dass das die Zukunft sein muss, weil das auch einfach, wie Sie es jetzt auch schon meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, ja auch, und ich sage jetzt einfach mal, auch Buchhaltung auch ganz anders erlebbar machen, ne? Und wir, und im Moment arbeiten tatsächlich bei uns auch noch viele tatsächlich Buchhalterinnen und Buchhalter mit dem SAP-System, viele Controller arbeiten mit dem System und das macht das ganz anders erlebbar. Wir erleben und deswegen glaube ich auch, dass das der Bringer ist auch für alle, die bisher noch nicht so viel Zugang hatten zu SAP und dem jeweiligen System, weil das halt einfach auch sehr intuitiv am Ende passiert. Und das Video hat das auch nochmal ganz anschaulich gezeigt, was alles möglich ist und wie intuitiv das dann auch nachher funktionieren kann. Und deswegen glaube ich, dass das die Zukunft ist und auch den Arbeitsplatz als solchen aufwerten wird und auch die, ja, wie soll ich sagen, die Arbeitszufriedenheit vielleicht auch tatsächlich stärkt, weil wir doch sehr schnell auch sehen, was hat denn nicht das gebracht, was ich eben gerade am System gearbeitet habe, beziehungsweise die Geschäftsvorfälle, die ich erarbeitet habe, die dann irgendwann auch im System landen, wie ziehen die sich eigentlich durch? Und ich entsinne mich sehr wohl und sehr gut an die Tage, Frau Neue, Sie hatten das skizziert, als man mit Copy-Paste sich immer wieder den Beleg hin und her ziehen musste. Und da gab es immerhin eine Oberfläche, um dann nochmal auf dieses R2-Thema zu kommen. Aber das ist jetzt ganz anders und dem gehört die Zukunft. Von daher, wir versprechen uns da sehr viel von. Die Wahrheit ist auch, dass wir noch lernen, damit umzugehen. Wir müssen da auch viel diskutieren, wie Herr Bialas das eben angedeutet hat, und müssen da auch lernen, den Nutzen da noch deutlicher
zu transportieren tatsächlich. Und aber mein Petitum ist ganz klar, das ist die Zukunft und es ist eine tolle Systematik, um hier zu arbeiten an so einem System am Ende des Tages. Sehr gut, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, deswegen würde ich ganz gerne langsam zum Abschluss kommen. Ich finde es so als Resümee, erstmal vielen Dank an alle Speaker auch für ihren Beitrag, für die Impulse und auch für den Austausch. Ich glaube, dass wir jetzt ganz gut gesehen haben an diesen drei Impulsen, dass es zum einen eine SAP-Strategie gibt, die versucht, Dinge neu zu sortieren, neue Technologien auch nutzbar zu machen für Unternehmen, dass es dann eine Trennung geben wird in Komponenten, die in einem Unternehmen im Endeffekt noch betrieben werden und Dinge, die vielleicht noch in der Cloud entwickelt werden, dass es im Endeffekt aber an einer ganz, ganz entscheidenden Stelle zusammenkommt, nämlich an End-to-End-Prozessen zum einen und im Endeffekt an den Nutzen von Daten aus diesen End-to-End-Prozessen im anderen und als dritte Komponente das SAP Fiori als sehr, sehr einheitliches, sehr, sehr stringentes Nutzerinterface oder für das Experience Management, wie wir es gerade gehört haben, für die Benutzer-Experience. Das finde ich für mich im Endeffekt erstmal betrachtet, auch als Technologieberater, als einen sehr, sehr wesentlichen Punkt. Ich glaube in der Tat, dass das als Gänze, in der Gänze wirklich gut aufgehen kann. Und ich nehme es auch bei unserem Unternehmen wahr, dass man sich dafür öffnet. In der Tat, neue Dinge müssen auch ein bisschen neu bespielt werden, neu bearbeitet werden. Aber ich nehme wirklich die Vorteile auch wahr und bin auch sehr erfreut, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Konzernbereichen spreche und wir genau dann auch zu diesem Ergebnis kommen, dass uns das nach vorne bringt. Aller Anfang ist in der Tat schwer, ist aber in jedem Fall gemacht. Und deswegen freue ich mich, dass wir diesen Weg auch konkret und konsequent weiterverfolgen wollen. Ja. Sehr schön. Herr Kuschel, wir haben noch eine Frage, die reingekommen ist gerade, inwieweit die Fiori-Apps die Möglichkeit der Stammdatenqualitätskontrolle bieten. Weiß ich, ob Frau Noe da vielleicht noch was zu sagen kann? Ja, kann ich natürlich gerne. Die Stammdatenpflege ist ja so ein Hassthema, weil es so wahnsinnig wichtig ist und weil so viele Folgeprozesse ja schlecht funktionieren, wenn ich meine Stammdaten vorher fehlerhaft gepflegt habe. Da bringt mir natürlich eine Fiori-Oberfläche etwas, wenn sie übersichtlich ist. Aber das ist tatsächlich ein schöner Case, wo ich hinzufügen will. Da bringt mir Machine Learning ja noch viel mehr. Wir haben die ersten Kunden, die speziell für die Stammdatenpflege das Machine Learning nutzen, um die Anwender zu unterstützen, um einfach zu sagen, also hier ist eine Eingabe, die kann so eigentlich schier nicht stimmen, denn normalerweise wird das an dieser Stelle in Kombination mit den bereits gepflegten Feldern anders eingegeben. Möchtest du das vielleicht nochmal überprüfen? Das heißt, wir versuchen an dieser Stelle möglichst viel an die Maschine zu geben, möglichst viel quasi von der Maschine als Lernprozess schon mal eingeben zu lassen, um dann den Anwender auch nur noch anzustupsen, wenn das Gefühl da ist, der braucht entweder ein bisschen Unterstützung hier, sollte sich das nochmal angucken, oder aber wir sind hier in einer Situation, wo die Maschine selber sagt, ich weiß es jetzt auch nicht mehr und jetzt muss der Mitarbeiter sich das angucken und mir die Hilfestellung geben, aber ich verspreche, aus dieser Hilfestellung etwas zu lernen und im vergleichbaren Prozess das nächste Mal weiß ich es dann selber. Vielen Dank. Da würde ich noch eine Frage kurz anschließen und diese auch noch stellen. Das ist die letzte Frage, die wir hier auch einmal beantworten können. Werden alle Transaktionen, die es aktuell gibt, in einem ECC-System auf Fiori überführt? Nein. Wir werden die meisten überführen. Im Moment sind wir ungefähr dabei, dass wir sagen, wir haben mehr als 2000 native Fiori-Apps. Wir haben aber immer noch über 9000 GUI-Transaktionen, die mehr oder minder unverändert. Wir haben denen so einen kleinen Fiori-Lack gegeben, damit sie besser aussehen, die nach wie vor existieren. Und es gibt einige Transaktionen, die von so einem geringen Mitarbeiterkreis genutzt werden, dass es sich nicht rentieren wird, die neu zu designen. Die bleiben. Wie gesagt, alle neuen werden nur noch auf Fiori gebaut und wir haben viele Beispiele, wo wir zum Beispiel eine neue Fiori-App aus mehreren alten GUI-Transaktionen gebaut haben, beziehungsweise wo eine alte, so eine Monster-GUI-Transaktion, so eine riesige, mit der so viele Leute Probleme hatten, die haben wir aufgesplittet in mehrere kleinere, leichter zu verdauliche Fiori-Apps. Ich hoffe, das war jetzt ausführlich genug. Vielen Dank. Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, das hat allen geholfen, auch ein Bild zu bekommen,
Insofern erstmal vielen Dank an alle Speaker für diesen Webcast. Vielen Dank für das Team dahinter, das diesen Webcast ermöglicht hat. Aber natürlich auch vielen Dank an alle Sie, die diesen Webcast gelauscht haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen erläutern, wie das in einer Partnerschaft mit SAP und EY gemeinsam hier gelebt wird. Ein Stück weit auch erläutern, warum wir die Schritte gehen, die wir gehen. Und ein Stück weit auch Lust auf, darauf machen, weiter genau an diesen Themen mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten und uns damit im Endeffekt als Konzern auch weiterzuentwickeln. Wenn es noch Kommentare gibt aus dem Sprecherkreis, dann gerne jetzt. Ansonsten würde ich diesen Webcast für heute beschließen und mich bei Ihnen bedanken. Sehr schön. Dann Frau Neu, Herr Dr. Eberhardt, Frau Sellmann, Herr Riefi, vielen Dank für den Termin und allen einen wunderschönen Abend. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.